Herzlich willkommen zum 96 Zimmerduell. Duxi, Fafa, seid ihr bereit? Ja, sind wir. Los geht's. Erste Frage. Wessen Bart wächst schneller? Guter Start, Punkt für euch. Gut. Wo ich dazu sagen muss, meiner wächst auch nochmal schnell. Letzte Woche geschnitten. Die zweite Frage wird schon etwas schwieriger. Mhm. Wer von euch legt sich häufiger mit dem Schiri an? Das ist easy. Da seid ihr leider nicht einer Meinung. Nein, du auch. Keine easy. Oder das vergisst ihr oder was? Weil ich habe auch ein bisschen Streit manchmal, aber er hat auch. Aber schwierige Frage. Ich glaube, die Fans wissen, wer da. Ja, müssen vielleicht so machen, beide. Dritte Frage. Wer lässt sich häufiger die Haare schneiden? Easy. Das ist, ja. Da seid ihr doch wieder. Punkt für euch. Gut. Wer ist der bessere Rondo-Spieler? Easy, locker easy. Aber sowas. Ah, sehr gut. Da seid ihr auch einer Meinung. Safe, ja. Da frag mal einfach nach, wer mehr Beinschüsse bekommen hat von uns beiden. Na, sagst du nichts, ne? Ja, also 1-1, oder? Ich glaube, ja, 2-1, glaube ich. Okay, machen wir weiter. Wer von euch hat den größeren Kleiderschrank? Ja, weiß. Auch da seid ihr einer Meinung. Nächster Punkt für euch. Das war nicht schwer, oder? Nee. Warum? Da muss man nur jeden Tag in die Kabine kommen. Aber er hat auch viel, er hat auch viel. Ich wollte gerade sagen, Duxi. Ja, ich kleide mich auch außergewöhnlich, sage ich mal. Aber ich glaube, er hat doch noch mehr in seinem Kleiderschrank als ich. Bisschen mehr. Nicht so viel. Okay. Nächste Frage geht in die gleiche Richtung. Wer hat mehr Swag? Duxi, ich mach halb-halb, ne? Geht nicht, Bruder. Ich hab genau in der Mitte, Bruder. Ja, aber ich hab eine Farbe. Okay, Fafa hat den Joker gezogen. Ah, doch nicht. Er hat sich noch wieder umentschieden. Wir sind nicht, keine Punkte, oder was? Doch, nächster Punkt für euch. Ja, aber Bruder. Ja, du hast aber schon, du hast auch. Ja, aber du hast schon noch. Du bist schon ein Tick höher als ich vom Swag-Style. Manchmal verschiedene Style, aber. Ja. Wie gesagt, ich habe außergewöhnlich, aber das ist manchmal kein Swag. Auf einer Skala von 1 bis 10? Swag-Style? Ja. 10. Ich habe kein 10. 10 ist Pop Smoke, Junge. Doch, doch, du hast schon. Ich 7, 8. Okay. Wer hat den besseren, schwachen Fuß? Easy. Nächster Punkt für euch. Mhm. Ja, mein rechter Fuß, ich benutze nicht so viel. Ne? Aber Duxi hat, ja, gute linke Fuß. Ja. Und wer hat den härteren Schuss? Also mehr Power, mehr Kraft. Genau. Also ich glaube, ich. Aber ich habe auch vorher schon. Das sieht Duxi genauso. Ja, ich habe auch vorher schon. Definitiv. Ihr seid gut im Rennen, bisher erst eine falsche Frage. Wer von euch liegt häufiger bei den Physios auf der Liege? Ganz eindeutig, das weiß aber auch jeder. Nächster Punkt für euch. Mhm. Ja, ich bin oft bei Physio. Er hat recht. Und ich nie. Ja, nie. Aber nicht für Massage. Bisschen quatschen und so, bist du dabei? Ja, das stimmt. Keine Massage. Okay. Und wer hat die schönere Frisur?
Geschmackssache, aber. Mhm. Da seid ihr Ehrenmänner, aber. Punkt oder Punkt? Kein Punkt. Wieso? Ja, wieso? Hast du mich genommen? Ich werde dich sagen, ne? Da ist ein Fahrer und letztes Jahr mit deinen langen Haaren war sehr geil. Ja, wie gesagt, ist Geschmackssache, ne? Aber. Ja, egal. Aber ich bin gespannt, nächsten Monat, was kommt, ne? Ja, ich auch. Hast du es schon angekündigt? Wir werden sehen. Da gute wird Überraschung. Was Neues kommen. Hm. Keine Punkt. Machen wir weiter. Wer von euch beiden kann besser kochen? Nächster Punkt für euch. Ich habe auch ein gutes Modell. Meine Frau kocht sehr gut. Das heißt, ich kann auch ein bisschen machen. Aber Duxi, ich glaube, er kann nicht so viel, aber er kann ein bisschen. Pasta und so weiter. Lassen wir mal so stehen. Was sind so eure Leibspeisen? Duxi? Meine? Ja? Du, ich koche, wie du schon gesagt hast, wenn ich mir was mache, sind es Nudeln. Also. Schlicht. Mit? Ja. Tomatensauce. Nicht schlecht, oder? Schlicht. Pfeffer? Ich kann Hähnchen machen mit verschiedenen Soßen, aber meistens mit Reis. Pasta auch, jeder kann Pasta kochen. Und ein bisschen Couscous auch, nicht schlecht. Ich habe ein bisschen gelernt. Maris, das war's. Sehr schön. Zurück zum Sportlichen. Wer von euch beiden ist länger in der Kabine? Easy. Ja, Duxi überlegt noch. Länger in der Kabine? Ja, überlegt nicht. Also normal das. Leider kein Punkt. Kein Punkt. Kein Punkt. Du bleibst mittlerweile, mehr als ich. Ja, mittlerweile, ja. Also mittlerweile. Letztes Jahr, du warst schon lange in der Kabine mit. Ja. Mit Josip, Flo. Ja. Wahnsinn. Aber dieses Jahr wissen wir noch nicht. Schade. Ja. Nächste Frage. Ich glaube, die nächste Frage liegt euch mehr. Glaub ich. Wer teilt auf dem Platz öfter aus? Ich habe nicht verstanden. Diese Wer macht mehr Grätsche und sowas? Wer haut mehr die Haxen? Okay. Überleg gar nicht. Mhm. Punkt für euch. Aber es gibt ein Aber, weil ich habe ein schönes Bild in der Kabine. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Geile Bild, wo Duxi macht eine geile Grätsche. Das war der Besieger gegen Braunschweig. Einzige Grätsche, die ich diese Saison gemacht habe. Aber dieses Bild ist da. Das stimmt. Aber ich mache mehr Grätsche. Aber meine Position auch will das. Ein Innenverteidiger muss grätschen, oder? Bisschen, manchmal. Auf jeden Fall. Wer von euch beiden liest mehr? Zeitung oder? Ja, allgemein. Oder Buch oder so? Zeitung, Buch, Zeitschriften. Zeitung ich nicht, aber. Auch da seid ihr euch einig. Punkt für euch. Ja. Liest du ein bisschen manchmal, Duxi? Ich habe, glaube ich, 2 Bücher erst gelesen. Letzte Frage. Wer fährt das größere Auto? Mittlerweile. Ja, aber trotzdem. Easy. Ja. Sehr schön, auch da seid ihr euch einig. Nächster Punkt. Er hat ein sehr schönes Auto, der Typ. Welches? Hm? Welches? Mercedes. Mercedes, geile Auto. Aber du auch, oder? Ich habe kein Auto mehr, leider. Verkaufen. Aber komm langsam. Also momentan fahre ich das Bessere. Ich glaube, gegen Golf kommt mein Auto da besser an. Ja. Okay, sehr schön, das war's. Sehr gut. War nicht schlecht, oder? Das war sehr gut. Schade. Ja, aber du kennst mich, siehst du? Ja. So, liebe 96-Fans, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Das war das 96-Zimmer-Duell mit mir und Pfaffa. Und jetzt müsst ihr nur noch eine Sache tun. Abonnieren. Und das hier. Tschüss.